Bier ist ein beliebtes und bekanntes Hausmittel in der Haarpflege. Heute möchten wir dir eine Haarkur vorstellen, die du einfach zu Hause herstellen kannst und mit der deine Haare natürlichen Glanz und Griffigkeit bekommen. Bier ist eigentlich ein Genussmittel und kein Kosmetikprodukt. Denkst du, dann solltest du ausprobieren, was du mit Bier alles für deine Haare erreichen kannst. Wichtig ist, dass du für unsere Anwendungsmöglichkeiten abgestandenes Bier benutzt, aus dem schon alle Kohlensäure entwichen ist. Vielleicht ist vom Vorabend noch etwas übrig. Wenn nicht, hebe einfach vom nächsten Feierabendbier etwas auf. Keine Angst, der Geruch verfliegt. Wenn du besseren Halt für Hochsteckfrisuren erreichen willst, kannst du das dann schnell und nur mit Bier erreichen. Es gibt zwei Methoden: Alkohol entfettet Haut und Haare. Deswegen ist diese Kur nicht für trockene Haare geeignet, sondern empfiehlt sich insbesondere für fettige Haare, um diese voluminöser und griffiger zu machen. Um eine Haarkur mit Bier herzustellen, brauchst du Honig und Banane spenden dem Haar Feuchtigkeit, während das Bier die Haarstruktur stärkt und festigt. Püriere die Banane mit dem Honig zu einem Brei oder zerdrücke die Banane mit einer Gabel und arbeite den Honig unter die Masse. Vermenge dann nach und nach das Bier dazu, so dass eine Paste entsteht, die eine Konsistenz wie Bodylotion hat und die du in deine Haare einarbeiten kannst. Verteile die Maske sehr sorgfältig auf den handtuchtrockenen Haaren, insbesondere am Haaransatz und auf der Kopfhaut, um dort für Volumen zu sorgen. Das geht besonders gut, wenn du einen Pinsel verwendest und die Haare immer wieder neu scheitelst. Um die Haarkur Schicht für Schicht aufzutragen, spüle die Haarkur anschließend mit warmem Wasser aus und frisiere wie gewohnt weiter. Du wirst sehen, wie gestärkt sich dein Haar sofort nach dem Trocknen anfühlt. Möchtest du die Haarkur auf trockenem, splissanfälligem oder sprödem Haar anwenden, dann solltest du zunächst das abgestandene Bier aufkochen, um den Alkohol daraus zu entfernen. Um trockenem Haar zusätzliche Pflege zu geben, kannst du noch ein Eigelb ergänzen und unter die übrigen Zutaten rühren. Das sorgt für eine extra Portion Pflege für strapazierte Haare.